Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch heute das Programm Affinity Designer vorstellen, das für den Mac kurz vor Weihnachten 2014 erschienen ist. Und das Programm ist wirklich ein ziemlicher Kracher. Es kostet 50 Euro im App Store, schon eine ganze Menge Geld. Aber für das, was es kann, müsste man auf Windows-Systemen sicherlich um die 1000 Euro ausgeben. Es ist ein sehr mächtiges, ein sehr gutes Programm. Es gibt eine 10-Tage-Testversion, die ihr euch downloaden könnt, falls ihr das alles mal ausprobieren wollt. Ich zeige euch heute jetzt ein paar Dinge und diese Videos werden in mehreren Teilen erscheinen, damit sie in der Summe bzw. als einzelne Teil nicht zu lang sind. Und wir machen ganz, ganz tolle Sachen, das kann ich jetzt schon versprechen. Und wir schauen uns jetzt mal hier die Oberfläche ein bisschen an. Auffällig ist hier oben diese Menüs, die man hat. Man hat also hier quasi solche Gruppen von Menüs, die man hier wiederfindet. Und Affinity Designer ist ein sogenanntes Vektorgrafikprogramm. Das ist jetzt hier ausgewählt. Man kann aber auch auf diese Schaltfläche drücken und dann ist es ein Pixelprogramm. Und man kann hier drauf drücken und dann kann man Sachen exportieren. Also ein sogenanntes Pixel- und Vektorprogramm. Beides ist kombinierbar und das ist einmalig. Das gab es bislang so noch nicht auf dem Mac und zumindest gab es das nicht in der Komplexität. Also Pixelmator ist zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt, das ähnliche Ansätze versuchte, aber das nicht konsequent so durchgehalten hat, wie das hier der Fall ist. Jetzt muss man natürlich erstmal verstehen, was sind Pixelgrafiken, was sind Vektorgrafiken. Und zu diesem Zweck öffne ich hier mal ein neues Fenster, eine neue Grafik, auf der wir es malen wollen. Und ich wechsle jetzt zunächst mal hier oben in den Pixelmodus und nehme mir hier so einen Pinsel und mach mal so eine Linienstärke hier oben von 5 Pixel. Ja, ich erkläre auch später noch hier diese Oberflächen. Und wir wählen jetzt hier noch eine Farbe aus für diese Fläche. Einen roten Strich machen wir. Und ich male jetzt hier mal so ein S. Und damit haben wir hier, seht ihr, so eine rote Linie gemalt. Soweit, so gut. Und wir sehen jetzt einen Nachteil schon mal, wenn ich diese Grafik nämlich jetzt vergrößern werde. Also angenommen, ich würde die jetzt auf ein großes Plakat drucken wollen und das wird immer größer. Dann seht ihr plötzlich diese Kantenbildung hier. Gucken uns das hier nochmal genauer an. Ihr seht diese Klötzchen und je größer ich so eine Grafik mache, je größer werden diese Klötzchen. Ihr merkt auch schon, ein Riesenvorteil von Affinity Designer ist, dass man in einer irren Geschwindigkeit in wahnsinnig Details reinzoomen kann und die Grafiken also wirklich sehr, sehr groß aufziehen kann. Aber ihr merkt, ich vergrößere die Grafik, indem einfach nur diese Vierecke größer gemalt werden und je mehr ich davon vergrößere, je größer werden diese Klötzchen. Das ist ein Nachteil der Pixelgrafiken, weil die einmal gemalten Pixel quasi nur durch ein Multiplizieren vergrößert werden und damit sehen sie dann irgendwann ja hässlich und furchtbar aus. Jetzt schalte ich hier oben mal um auf den Vektormodus und jetzt nehme ich mir hier mal dieses Zeichenwerkzeugs und wir machen mal das auch den Strich hier ein bisschen größer und wir ändern mal kurz die Farbe, dass wir den Unterschied sehen. Ich male jetzt mal dieses S in einer blauen Linie. Und sobald ich loslasse, seht ihr hier schon solche Pünktchen, die da alle sind. Das sind eben jetzt Vektorenpunkte. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das Objekt, und gehen da mal in der Vergrößerung rein, dann sehen wir, dass ich, egal wie groß ich das Bild zeichne, hier keine Treppenkanten habe. Also die Pixel werden nicht vergrößert. Was hier noch der Fall ist, ist hier nicht mehr der Fall. Und das war jetzt gerade hier eine Vergrößerung, die ich mit dem Bildschirm gemacht habe. Ich mache das jetzt mit dem Affinity Designer, dann sehen wir es noch deutlicher, dass nämlich hier keine einzige Kante entsteht. Diese Grafiken sind perfekt. Ja, ihr seht hier oben diese Klötzchen und hier nicht ein einziges Klötzchen, was entsteht. Und das liegt daran, dass eben bei solchen Vergrößerungen die einzelnen Punkte, die hier zwischen den Linien aufgezeichnet worden sind, einfach neu berechnet worden sind. Und das kann das Programm dann immer, je nach Auflösungsstufe, einfach komplett neu berechnen. Und damit bekomme ich eben diese verlustfreien, wunderbaren Grafiken hin. Das heißt, in solchen Vektorformaten sollte man möglichst seine Layouts gestalten und dann kann man daraus eigentlich jede Größe erzeugen. Also ob ich ein A0-Plakat daraus machen will oder eine kleine Webgrafik fürs Internet, spielt dann keine Rolle, weil das jeweils für die Auflösung berechnet wird. Also das ist ein Vorteil von sogenannten Vektoren. Affinity Designer beherrscht, wie gesagt, beide Grafikmodis. Ich lösche das jetzt nochmal, um euch zu zeigen, was noch möglich ist. Da muss ich erstmal hier das auswählen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich bin immer noch in diesem Vektormodus und ich ziehe jetzt mal hier ein Viereck auf, dessen Farbe ich hier oben auch nochmal auf Blau ändere. Und ich will nun ein Loch hier reinzeichnen. Dazu nehme ich mir jetzt hier so einen Kreis, lege den hier drauf.
Ja, und jetzt kann ich den Kreis natürlich hier weiß machen und dann habe ich dieses Loch erzeugt. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt die Hintergrundfarbe hier auf grün ändere, dann müsste ich auch diesen, das Loch ändern, weil das Loch eigentlich nur so eine optische Täuschung ist. In Wirklichkeit ist es eben ein weiß gefüllter Kreis. Es ist nicht wirklich ein Loch, aber mit Vektoren kann ich daraus ein Loch machen. Und das schneiden wir da jetzt mal rein. Ich mache das jetzt mal hier grün. Und dazu wählen wir die beiden Flächen an. Dazu halte ich die Umschalttaste gedrückt. Damit habe ich beide Flächen angewählt, also den Kreis und das Viereck. Und wir schauen jetzt mal hier oben auf die Menüleiste. Da sehen wir nämlich jetzt hier mathematische Operationen. Man kann also Flächen addieren, subtrahieren. Man sieht hier auch so ein bisschen schon, was passiert, wenn man die anwählt. Ja, also dividieren und Intersect, also solche sogenannten Boolschen Operationen kann man machen. Und da das ja Vektoren sind, also eigentlich nur mathematische Koordinaten, ja, kann ich damit auch umrechnen mathematisch. Und ich sage jetzt mal Minus und ihr seht, die grüne Farbe ist verschwunden, weil nämlich jetzt wirklich ein Loch in dieses Viereck eingezeichnet worden ist und der Hintergrund scheint nun dadurch. Ich beweise euch das mal, indem ich jetzt ein Dreieck hier mal aufziehe. Das machen wir mal gelb. Und wir müssen das jetzt mal eben hier, seht ihr, arbeite ich in sogenannten Layern, also Ebenen. Und das Dreieck liegt jetzt über diesem Viereck. Ja, das seht ihr auch, wenn ich das hier, ups, jetzt habe ich noch eins aufgezogen, das wollte ich nicht. Mal eben umschalten. Wenn ich das hier drüber bewege, bewegt es sich auch tatsächlich über dem Viereck. Ich kann das aber auch so gestalten, indem ich das hier einfach runterziehe, dass das Objekt, ups, hier, jetzt unter diesem Viereck liegt. Ihr seht es schon. Ja, ich habe es aber jetzt hier irgendwie gerade falsch gemacht. Ich muss nochmal eben gucken. Ich habe es irgendwas falsch rüber kopiert. So, jetzt ist es hier drunter. Ja, also ihr seht, diese Ebene ist unter dieser Ebene. Und damit passiert genau das, was man erwarten würde. Sobald ich eben das Dreieck hier reinschiebe in das Viereck, verschwindet es darunter. Und um zu beweisen, dass das jetzt hier wirklich ein Loch geworden ist, gehe ich hier hin und schiebe es dahin und ihr seht, wie dieses Dreieck tatsächlich dort erscheint. Also, wir haben hier wirklich ein Loch eingeschnitten. Ich mache es nochmal als Beispiel hier mit einem weißen Kreis. Also wir nehmen jetzt hier nochmal den weißen Kreis, den wir gerade nicht sehen, weil wir hier eben die Ebene noch da drüber schieben müssen. Da haben wir den weißen Kreis. Das sieht genauso aus wie das Loch, aber es ist eben kein Loch. Wenn ich jetzt hier reinschiebe, dann kommt dahinter das Dreieck nicht zum Vorschein. Seht ihr, das ist eben nicht der Fall. Es ist eben wirklich nicht ausgeschnitten worden, sondern darüber liegt im Grunde genommen eine Kreisgrafik, die weiß gefüllt ist. Damit haben wir auch schon den Vorteil, dass wir eben mit solchen Objekten hier wunderbar mathematische Operationen durchführen können und eben alles das, was die Mathematik erlaubt, auch machen können. Ich lösche jetzt nochmal diesen Kreis und der Vorteil eben auch dieser Vektorgrafik ist, dass sobald ich das jetzt eben hier auch vergrößere, ihr seht, die Kreise sind perfekt. Ja, es ist egal, wie groß ich das mache, es ist absolut perfekt. Gut, damit haben wir schon mal den Unterschied zwischen Vektorgrafik und Pixelgrafik geklärt. Natürlich kann ich da alles auch sowas mit Pixelgrafik aufwendig rekonstruieren, das geht auch. Aber wir wollen uns ja jetzt hier erstmal auf diese Vektorgrafik konzentrieren und verstehen, was Vektorgrafiken eigentlich sind. Ich mache die einzelnen Teile nicht zu lang, weil sonst werdet ihr das alles vergessen, was ich zeige. Ihr könnt euch die einzelnen Teile immer gerne auch wieder angucken. Deswegen beenden wir das an der Stelle mal und im nächsten Teil zeige ich euch dann, was noch Tolles geht mit diesem Programm. Das soll es gewesen sein. Weiterhin viel Spaß hier im Club.